Das zweite Finale innerhalb von 3 Jahren verloren. Was ist los? Ja, es ist Fußball, das heißt, das ist sehr, sehr bitter. Aber man muss auch sagen, erstmal Glückwunsch an FC Alemannia Eggenstein. Wir haben einfach versäumt, in der ersten Halbzeit das zweite, das dritte Tor zu machen. Und deswegen geht der Sieg im Elfmeterschießen immer 50-50. Insofern herzlichen Glückwunsch an den FC Alemannia Eggenstein. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die zwei Finale, das erste Finale haben wir verloren, da waren wir noch grün hinter den Ohren. Heute durch Pech ein bisschen im Elfmeterschießen. Insofern, ja, ist bitter. Ja, aber nach der ersten Halbzeit hätte man nicht gedacht, oder ich hätte zumindest nicht gedacht, dass sie sich noch die Wurst vom Brot nehmen lassen. Richtig, also zweite Halbzeit haben wir da auch nicht mehr so gut Fußball gespielt wie in der ersten Halbzeit. Wir waren zwar ballbesitzmäßig immer prozentual mit Sicherheit vorne, aber haben auch nicht mehr so gut Fußball gespielt. Das heißt, sind nicht mehr zu Chancen gekommen, nicht mehr so aktiv nach vorne gespielt, gegen den Ball gut. Eggenstein wollte aus meiner Sicht nicht so viel, haben sich auf ein, zwei Aktionen beschränkt, was dann auch zum Tor geführt hat, wo wir schlecht aussahen in der Abwehr. Aber wie gesagt, so ist Fußball. War da eine gewisse Nervosität drin oder warum meinen Sie, dass es in der zweiten Halbzeit dann nicht so gut gelaufen ist? Nee, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass es so Phasen im Spiel gibt, wo man einfach sagt, es läuft besser, es läuft schlechter. Unsere Mannschaft möchte auf Ballbesitz spielen, das haben wir getan. Dann machen wir einen Fehler in dem Fall, wo wir nicht gut am Mann stehen, der dreht auf, kickt das Ding ins lange Eck und das ist Fußball. Das heißt, absolut kein Vorwurf an die Mannschaft. Die haben alles probiert, alles rausgehauen. Wenn man sieht, dass 2, 3 Spieler, die normalerweise topfit sind, keine Krämpfe bekommen, haben sie heute bekommen. Also wir haben alles rausgehauen. Sagen Sie ein paar Worte auch zu dem, was Sie erreicht haben, nicht nur negativ? Ja, auf jeden Fall. Also es geht jetzt nicht nur um das zweite Finale, das wir verloren haben. Es geht um die Entwicklung vom Verein. Wenn man sieht, Sportgelände, jetzt 3 Jahre später sind wir wieder hier. Wer weiß, ob wir nochmal kommen, das weiß niemand. Wir arbeiten dran, wir haben ein richtig geiles Team. Alle Jungs haben zugesagt, wir haben 2 sehr, sehr gute Verstärkungen. Haben eine Schnittmenge von der zweiten Mannschaft, die absolut konkurrenzfähig sind zur ersten Mannschaft. Und insofern habe ich da gar keine Angst und Bange, dass wir entweder nicht hier nochmal herkommen oder dass wir noch einiges erreichen können. So eine Niederlage im Finale, die liegt einem meistens ja schwer im Magen. Wie überwindet man sowas und wie geht es jetzt, sagen wir mal, heute Abend oder in den nächsten Tagen weiter und wie kommt man da raus? Ja, also wir haben gar keine Zeit zum Nachdenken. Heute ist Donnerstag, heute werden wir feiern, egal wie. So gehört sich das beim VfB Knielingen. Am Sonntag spielen wir gegen Ettlingen, also kommt schon das nächste Spiel. Da hat man gar keine Zeit irgendwie zu trauern oder sonst irgendwie. Wir haben das Finale verloren, im Elfmeterschießen, was passieren kann. Alles andere, Kopf hoch, es geht weiter. So ist Fußball. Für Sie geht es ja, wie Sie es schon sagten, in der Kreisliga weiter. Sie sind auf Platz 4. Und ja, was haben Sie sich noch vorgenommen? Sie haben ja noch Anschluss an die Spitze. Wollen Sie da noch mehr? Ich glaube es nicht. Also wir wollen immer mehr. Wir wollen immer den maximalen sportlichen Erfolg. Das Problem ist, dass ich denke, dass Kirchfeld durch ist. Auerbach lässt sich das auch nicht mehr nehmen. Wir wollen einfach eine geile Runde spielen, die wir bis jetzt gespielt haben. Sind absolut im Soll, absolut zufrieden, was die Jungs geleistet haben im Trainerteam. Und insofern haben wir da absolut keinen Druck. Am Sonntag geht es weiter gegen Ettlingen, wie gesagt. Nächste Woche haben wir das Nachholspiel gegen Weingarten. Man hat da gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt als nächstes kommt. Es geht so schnell. Wir wollen eine geile Runde zu Ende spielen. Das werden wir auch tun. Die Jungs sind so gefestigt, auch im Hinblick auf den Todesfall von Christian Sull, das dieses Jahr passiert ist, ist das hier ein Klacks zum Verarbeiten. Herr Tänzer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Bitteschön.